Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Market Roundup. Hallo an alle liebe Gäste und an alle Clubmitglieder. Und auch hallo an Luki. Luca ist einer unserer Werkstudenten und wir hatten ja letztes Mal auch Tom dabei und beide arbeiten sehr, sehr viel im Hintergrund, auch an Informationen, an Analysen. Und deswegen ist heute Luca auch dabei. Hallo Luca. Hallo Dustin. Hallo liebe Clubmitglieder, liebe Gäste. Willkommen zum dieswöchigen Market Roundup in aktuell spannenden Zeiten an den Finanzmärkten. Er hat es erfasst, absolut. Genau, wir werden heute quasi wieder einen Blick durch die Märkte werfen und wir werden auch direkt starten, wie immer, Luca, mit einem Blick auf den DAX. Und wir sehen es ganz gut hier, die Bewegung, es hat sich nicht so richtig viel getan, wenn man ehrlich ist. Man spricht zwar von den neuen Hochs, den neuen All-Time-Highs und, so richtig viel Schwung ist nicht drin, abseits des Sprungs, den wir hier gesehen haben. Und der war Mitte der letzten Woche. Zu welchen Zahlen? Ja, zu den Quartalszahlen von Nvidia. Wir haben es im Aktien-Roundup letzte Woche schon ganz kurz angesprochen, dass das den Markt natürlich weiter beflügelt hat. Wenn man sich das vergangene Bild hier aber ansieht, sieht man, ja, wir sind weiterhin wirklich in einem so leicht kontinuierlichen Aufwärtstrend mit kleinen Sprüngen jetzt auf neuen hohen Niveaus und ja, das insbesondere auch weiter bestätigt von ganz guten Quartalszahlen, insbesondere von den Technologieriesen, und das färbt auch im DAX weiter ab. Wo auch nicht so viel passiert, muss man sagen, ist bei den 10-jährigen Bundesanleihen. Die Inflationsdaten sind diese Woche im Fokus, muss man sagen. Diese Woche sieht man, ja, was wird passieren in Sachen Inflation. Geht es nach oben, geht es nach unten? Luca, was ist deine Tendenz? Meine Tendenz ist aktuell, wir sehen ja eine hohe Dienstleistungspreisinflation. Also bei den Waren geht ja die Inflation zurück. Aber ich denke, aufgrund der hohen Lohnforderungen, auch aus dem Konsumentensektor, kann ich mir vorstellen, wie gesagt, dass auch die Dienstleistungspreisinflation bzw. die generelle Preisinflation weiter vielleicht wieder ansteigt. Genau, das ist so mein Ziel. Das ist ja das, was man auch so in den letzten Wochen ein bisschen gesehen hat, ist auch das, was in den nächsten Inflationsdaten erwartet wird. Also wir erwarten wieder eine leichte Steigerung. Der Markt erwartet es aber schon und das ist das, was wir hier so ein bisschen auch in den letzten Wochen gesehen haben. Das heißt, leicht steigende Preisfunktion, kann man sagen. Und es bildet sich hier langsam, deswegen habe ich es mal angezeichnet, so ein Dreieck hier raus. Das bedeutet jetzt noch nicht großartig, ob der Kurs nach oben oder unten springt, weil aber man sieht halt, wir sind in einer Ecke, wo gefühlt mal so ein Impuls wieder nach oben oder unten kommen kann. Die Tendenz ist eher wieder zu leicht fallenden Renditen. Allerdings muss man sagen, konsolidieren wir jetzt schon etwas länger auf diesen etwas wieder erhöhten Niveaus. Es wird einfach spannend, wie sich da wirklich die Äußerungen der Zentralbanken, insbesondere in Kombination natürlich mit den Inflationsdaten, entwickeln, weil sowohl die EZB als auch die Fed immer wieder fokussieren sich darauf und auch immer wieder zum Ausdruck bringen, wie wichtig doch die aktuellen Daten und der aktuellen Datenlage ist. Wir springen nochmal weiter in Richtung S&P 500. Auch der ist genau wie der DAX auch weiterhin bei neuen Allzeithochs, kann man sagen. In einem deutlichen Aufwärtstrend. Das ist jetzt das, was wir zum letzten Mal in der, eigentlich seit 2020, 2021 so wirklich auch gesehen haben, auch beflügelt von den Nvidia-Zahlen. Man sieht es hier, wir hatten ja Montag Feiertage, Dienstag, Mittwoch war nicht so viel los, dann kam der Sprung nach oben und jetzt konsolidiert man auch hier wieder über diesen 5000 Punkten, weiterhin aber ein Aufwärtstrend. Und ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, warum ist das Ganze wirklich so stark gestützt von den Nvidia-Zahlen? Man sieht es, wenn man auf diese kurze Statistik von Bloomberg schaut, da sieht man nämlich ganz gut tatsächlich, dass man diesen extremen Sprung von über 250 Milliarden an Marktkapitalisierung dann auch wirklich im Gesamtmarkt spürt. Wir hatten zuletzt echt so ein ähnliches Ereignis, als wir die Meta-Quartalszahlen gesehen haben, auch im Februar, also gar nicht so allzu lange her. Aber was wir halt sehen können, dass das natürlich Bewegungen sind, die sich marktweit auswirken, insbesondere weil es gerade natürlich dem Gesamtmarkt des KI-Booms entspricht. Wir sehen damit übrigens auch, dass Nvidia sich in so eine Riege von weiteren großen Tech-Konzernen mittlerweile wirklich etabliert hat. Die großen Bewegungen kommen sonst von Microsoft, Apple, hier auch schon mal von Nvidia im letzten Jahr und von Amazon. Also gerade weiter positives Marktmomentum. Springen wir nochmal weiter in die 10-jährigen US-Treasuries. Das heißt, die 10-jährigen US-Anleihen.
Wir haben da ja immer hier jetzt diese Konsolidierungsphase eine ganze Zeit lang gesehen. Aus dem Dezember raus hat sich nicht wirklich viel Bewegung ergeben, sondern man hat wirklich so ein Auf und Ab gespürt und so eine gewisse Unsicherheit, nachdem ja zum Ende des Jahres diese Euphorie fast ungebrochen war, indem man gesagt hat, ja, wir kriegen ganz schnell ganz viele Zinssenkungen. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass wir Zinssenkungen tatsächlich erst ja, so 3 bis 4 erwarten mittlerweile nur noch in diesem Jahr. Und das zeigt sich jetzt auch in diesen US-Anleihen. Wir sehen aber, dass wir weiter nicht nach oben ausbrechen, sondern dass wir hier auf diesen hohen Niveaus auch bleiben. Jetzt konsolidieren wir uns hier wieder in einer weiteren Phase. Kommt auch so ein bisschen dadurch, dass die US-Wirtschaft sich weiterhin wirklich sehr, sehr robust zeigt. Und das ist am Ende ein positives Momentum dafür, dass die US-Leitzinsen oder die US-Zentralbanken sich noch ein bisschen Zeit lassen können. Dementsprechend auch hier der Fokus auf neue Inflationsdaten. Nochmal ein kurzer weiterer Punkt und zwar der Blick auf den Nasdaq 100, jetzt mal ein bisschen technologielastiger und auch der ist ja auf neuen Allzeithochs, kann man sagen. Auch schon was länger und es zeichnet sich bei vielen großen Indizes ab. Viele haben jetzt in den letzten Wochen neue All-Time-Highs erreicht und wenn das sich natürlich jetzt in den nächsten Tagen auch nur leicht positiv entwickelt oder dort konsolidiert, dann sieht man wahrscheinlich ein ähnliches Momentum, wie wir es hier beim Nasdaq 100 sehen. Und zwar, dass sich halt durch diese neuen Hochs auch ja, wieder Unterstützungen ausbilden. Wir haben gerade ganz kurz hier im Studio darüber gesprochen, denn beim Bitcoin bildet sich ja gerade auch wieder ein neues Allzeithoch. Wir haben gestern einen großen Sprung gesehen und auch da ist natürlich ein ähnliches Momentum zu sehen. Das heißt, wenn es hier weiter geradlinig nach oben läuft, dann könnte es dort auch wieder Unterstützungen geben, die in einem abrupten Fall am Ende natürlich so ein bisschen sanft abfedern würden. Also marktbreite Euphorie, die am Ende dazu führt, dass wir grundsätzlich halt hier Unterstützungslinien ausbilden, die gefühlt so einem weiteren Marktdruck auch ja, einen sanfteren Fall quasi widmen können. Und ja, das ist so ein bisschen das, was hier das generelle Chartbild auch im Nasdaq zeigt. Noch ein kurzer Blick nach Asien, jetzt zum Hang Seng. Wir haben ja in der letzten Woche darüber gesprochen, dass sich hier so ein leicht positiver Trend abbildet und das scheint sich hier wirklich weiter zu stützen. Es gibt weiter positive Maßnahmen von der Regierung. Wir haben jetzt so eine wichtige Marke hier bei diesen 16.800. Ich habe jetzt mal diesen Channel eingezeichnet. Der liegt doch ein bisschen weiter zurück. Das geht sogar wirklich bis in die 2021er rein, als es angefangen hat, diesen abrupten Abwärtstrend auch zu geben. Immer natürlich wieder mit Tiefs und Hochs. Und jetzt sehen wir aber, sind wir wieder an diesem kleinen Knackpunkt. Man hat aber in der Vergangenheit auch gesehen, dass man hier durchaus mal kurzweilig durchgebrochen ist und dann wieder zurückgelaufen ist. Also hier diese Zackenbewegung. Aktuell sieht man ziemlich viele blaue Kerzen hier. Das bedeutet grundsätzlich, wir haben eher einen positiveren Trend, der auch gestützt ist von fundamentalen Maßnahmen der Regierung. Ja, aber es wird sich hier halt weiter zeigen, was denn wirklich passiert. Historisches ist auch passiert beim Nikkei. Nikkei 225, 225. Wir haben es ja antizipiert über die letzten Wochen. Wann wird das letzte Allzeithoch von 1989 überschritten? Und wir haben es jetzt geschafft. Man sieht es hier. Wir sind leicht über diesem Allzeithoch, das zuletzt, wie gesagt, ja, knapp 40 Jahre alt ist. Und wir sehen halt ganz gut, ja, dass man sich in diesen Konsolidierungsboxen wirklich nach oben bewegt hat, die sind immer kleiner geworden, haben dann diesen großen Schritt geschafft, jetzt mit deutlich positivem Momentum, auch noch so ein bisschen befeuert von dem Brief, den Warren Buffett letzte Woche veräußert hat, oder den er ja jedes Jahr quasi einmal den Investoren auch zur Verfügung stellt oder auch dem breiten Marktpublikum, wo er sich zu den Märkten äußert. Dabei kam Japan grundsätzlich positiv weg, hat den Markt nochmal so ein bisschen beflügelt. Und wenn man sich das wirklich mal anguckt, was seitdem alles passiert ist in den letzten ja, 30, 35 Jahren, dann sieht man ganz gut, ja, dass schon einige Ereignisse waren, seitdem wir diese Allzeithochs auch erreicht haben. Wir sehen hier diesen Black Monday, der insbesondere in den USA auch sehr präsent war. Man sieht dann auch, dass wie das Allzeithoch wirklich extrem angeschnellt ist in diesen ja, 4 Jahren von 1983 ungefähr hoch bis wirklich dann 1987 und dann 1989.
Und wir sehen aber ganz gut, was in der Zeit halt wirklich noch passiert ist. Wir hatten die Dotcom-Blase, wir hatten eine Finanzkrise, wir hatten danach nochmal eine Post-Bubble-Low hier in Japan. Also einiges an Ereignissen und noch viel Bewegung und jetzt halt auch hier wieder ein beständiger Anstieg. Längst nicht so rasant, wie wir ihn gesehen haben in dieser Zeitzone, aber auch hier wieder wirklich ein sehr, sehr starker Verlauf. Der hat insbesondere natürlich auf die aktuell noch günstigen Zinslage und auch die günstige Lage des Yens für zumindest Exporte gemünzt ist. Luca, was denkst du dazu? Ja, absolut. Ich denke, dass wir uns jetzt erstmal so über dem 39.000 Niveau stabilisieren werden und ja, zuletzt der schwache Yen, aber auch generell so ein bisschen im Corporate Governance, dass man ein bisschen transparenter wird, was die ganze Offenlegung der Zahlen angeht und. Man sieht auch, dass diese gewissen Bewertungsniveau, man hat ähnliche Geschäftsmodelle, aber notiert immer mit einem ordentlichen Preisabschlag im Vergleich zu anderen Aktienmärkten wie den US-Markt. Genau. Absolut. Absolut. Also Nikkei bleibt weiter spannend, bleibt weiter ein Fokusthema. Die große Frage ist jetzt, ja, bleiben wir über diesen Niveaus oder haben wir nur einmal wieder diesen Tipping Point wie hier erreicht und es geht wieder bergab? Die Frage wird bestehen bleiben oder werden wir uns wahrscheinlich vielleicht sogar auf diesen über 40.000er Marken oben nachhaltig halten können? Das ist ja auch eine psychologisch wichtige Marke und könnte dann ähnlich zu dem Bild, das wir gerade eben gesehen haben, wieder eine spannende Unterstützung bieten. Gehen wir rüber zu den Einzeltiteln und wir starten mit einem kleinen Review von dem, was wir uns angeguckt haben, in dem Falle am 30.01. Wir werden das die nächsten Wochen immer mal wieder machen. Wir haben uns ja ein paar Chartmuster auch angeguckt, werden die dann auch nochmal kommentieren. Wir haben es hier bei Alphabet gesehen und wir haben ja damals dieses Top und dieses Low gesehen, hier kurz vor den Quartalszahlen und da hat sich schon so ein bisschen angedeutet, ja, dass hier wieder so ein Top sich auch ausbildet, wenn die Quartalszahlen jetzt nicht außergewöhnlich gut sind. Das Ganze ist nicht passiert. Das heißt, der Kurs hat sich wieder konsolidiert und was hat sich jetzt wieder verstärkt ausgebildet? Ja, ein Chartmuster, das ihr in den letzten Wochen schon öfter von mir gesehen habt. Und zwar sieht man sie hier wieder, die Untertasse mit Henkel, die sich hier ausbildet. Ich habe sie mal, wie gesagt, eingezeichnet in zwei verschiedenen Farben. So ein bisschen aus dem Grund, weil in den letzten Wochen natürlich öfter dann die Frage an mich herangetragen wurde, ja, über welches Chartmuster sprichst du da eigentlich die ganze Zeit? Ich habe das mal kurz schematisch hier mitgebracht von Finanzwissen. Die haben es ganz gut aufgezeichnet. Ich rede insbesondere über diese Untertasteninformationen, die man jetzt hier nochmal einfacher ohne viel Linien und Farben sehen kann. Ist dies quasi eine Formation, die einen Hochpunkt ausgebildet hat, danach sich in so einer kreisförmigen Bewegung so ein bisschen nach unten entwickelt hat, dann zu einem Schwung kam. Und das ist dann diese klassische Untertasse, über die wir viel sprechen und die halt oftmals danach einen kleinen Henkel ausbildet, bevor sie in eine bullische Information übergeht. Das ist natürlich, wie gesagt, immer eine charttechnische Analyse, die man halt aber an vielen Stellen sieht und die sich jetzt gerade auch anfängt, hier bei Google auszubilden, bei Alphabet, in diesem Fall natürlich im Mutterkonzern. Also man sieht hier diese Formation, man sieht eine gewisse Konsolidierung, die wir jetzt hatten nach den Quartalszahlen. Bei einem weiterhin positiven Markttrend könnte also hier auch weiterhin dann eine Konsolidierung mit einem Ausbruch zu sehen sein. Wir werden es weiterhin beobachten, bevor wir das jetzt noch vertieft machen und noch in andere Chartmuster reingehen, schauen wir uns kurz die Aktien-News der Woche an. Und ja, wir starten mit einem Blick auf Nvidia. Luca, Nvidia? Genau, Nvidia und somit das Highlight dieser Earnings-Season. Der Markt hat sehnlich auf diese Earning gewartet. Ja, wir sehen wieder Rekordergebnisse bei Nvidia. Genau, Umsatzsteigerung von 265%, Gewinnsteigerung von 765%. Auf Quartalsbasis erwirtschaftet man so viel Umsatz und Gewinn wie letztes Jahr im gesamten Jahr. Genau, geprägt durch das Data Center, durch die KI-spezialisierten Chips. Man kommt ja von den GPUs aus dem Gaming und so ein bisschen aus der Automobilbranche. Genau, Margenausweitung, Grossmarge knapp 20% ausgeweitet auf 73% im letzten Jahr. Genau. Man kann im Kern sagen, die Erwartungen waren enorm und die Erwartungen wurden aber trotzdem an vielen Stellen übertroffen. Man muss sagen, Nvidia hatte davor im Verlauf der Woche relativ viel Gegenwind und dieser relativ dominante Gegenwind, den wir gesehen haben, hat sich dann
umgemünzt in eine gewisse Euphorie, die dann, wie gesagt, den gesamten Markt ja eigentlich getroffen hat. Hier steht jetzt so plus 10%. Es kommt so ein bisschen darauf an, wann man wie drauf schaut. Es waren erstmal so plus 8, plus 16, dann wieder plus 12. Es hat sich so ein bisschen ja was in Bewegung gesetzt. Ich zeige euch nochmal ganz kurz das Chartbild dazu. Und das ist das, was ich meine. Vor Beginn der Woche waren wir in so einem leichten Abwärtstrend, was insbesondere halt so ein bisschen den Druck auf die Quartalszahlen auch erhöht hat. Es gab viel Unsicherheit im Markt. Alle haben sich quasi auf eine große Bewegung eingestellt, entweder nach unten oder nach oben. In dem Falle kam halt der Schwung nach oben und dementsprechend setzt sich hier fast wieder so ein geradliniger Aufwärtstrend fort. Also die Zahlen weiterhin gut, Nvidia weiterhin nachgefragt, natürlich mittlerweile trotzdem von Bewertungen von ja, über 2 Billionen US-Dollar, also fast, oder noch nicht fast, aber auf so hohen Niveaus, wie sie sonst nur Apple oder Microsoft haben. Es bleibt also weiterhin spannend, wie sich hier auch natürlich das Gesamtgeschäft entwickelt und auch, was die Konkurrenz macht. Wir gehen weiter zu Discover Financial und Capital One und ja, da ist auch so ein bisschen was passiert, aber Lukas, sag gerne ein, zwei Sachen. Genau, es gab die größte Übernahme des aktuellen Jahres, beziehungsweise es muss noch von den Wettbewerbshörden überprüft werden. Discover bzw. Capital One soll Discover Financial übernehmen, das ist quasi der nächstgrößere Anbieter im Kreditkartenmarkt. Man ist eine Bank, wie gesagt, die sich auf Kreditkarten spezialisiert hat. Und es war eine aktienbasierte Transaktion. Man will die Mehrheitsanteile von 60% übernehmen. Und ja, wie gesagt, Discover Financial hält dann noch die restlichen 40%. Und wenn diese Übernahme durchgehen sollte, wäre man der größte Kreditkartenanbieter vom Kreditkartenvolumen und die sechstgrößte US-Bank von den Vermögenswerten her. Wie gesagt, das ruft dann so ein bisschen die Wettbewerbshürden auf den Plan. Und in der jüngsten Vergangenheit hat sich ja auch gezeigt, dass solche Übernahmen nochmal überprüft werden und oft auch dann nicht durchgehen. Genau, also es zeigt sich auch, im Finanzmarkt tut sich so ein bisschen was auf, was Konsolidierungen und Übernahmen betrifft. Wir haben es viel in der Pharmaziebranche gesehen, aber auch hier ist Bewegung drin. Wir gehen nochmal weiter, bleiben nochmal im Finanzmarkt und zwar in diesem Fall bei Block. Block, ja auch immer ein eigentlich großer Zahlungsdienstleister, der aber natürlich immer sehr, sehr nah auch an den Kryptomärkten ist, hat auch so ein bisschen das Ganze, die ganze Umgebung befeuert mit plus 16%. Wichtigste Segment war da in dem Falle die Cash-App und auch die Anzahl der aktiven Nutzer ist weiter angestiegen und ja, dementsprechend für viele ein positives Momentum. Wenn man sich aber ganz kurz nochmal den Chart vom Block hier wirklich anschaut, dann sieht man, ja, wir bewegen uns seit längerer Zeit jetzt wirklich hier in der Seitwärtsphase. Hier sieht man diesen positiven Schwung nach oben. Es gab aber auch genauso gut mal negative Schwünge nach unten. Also die Bewegung bei Block ist immer wieder vorhanden. Hier wird es erst wieder richtig spannend, wenn sich halt andeutet, ob man auch wirklich aus dieser Seitwärtskorrektur wieder ausbrechen kann. Gehen wir wieder zurück und werfen einen Blick auf die weiteren Quartalszahlen. Domino's Pizza hat auch besser als erwartete Quartalszahlen geliefert. Insbesondere gab es hier auch ein positives Momentum, in dem man gesagt hat, man steigert die Dividenden und man steigert auch das Aktienrückkaufprogramm, man stärkt das Ganze. Das heißt, rundum eigentlich das, was Aktionäre gut finden. Und auch das hat am Ende wirklich die Kurse bei Domino's befeuert. Man sieht es ganz gut. In diesem Beispiel hier haben wir nämlich auch eine Konsolidierungsphase auf der Unterseite gehabt. Wir sind dann schon leicht ausgebrochen auf dieser Oberseite, in Erwartung natürlich der Quartalszahlen. Jetzt gab es den Sprung nach oben, das heißt, wir sind ein ganzes Stück jetzt quasi über diesem Widerstand hier gewesen, der jetzt als Unterstützung dient. Und wenn man diese, diese Spanne sich anschaut, dann sieht man, hat man jetzt eigentlich relativ freie Fahrt, kann man so sagen, bis zu diesen 25%, die dann ungefähr beim All-Time-High sind. Also wir sehen ganz kurz Konsolidierungsphase, leichtes Momentum nach oben, dann den Ausbruch, jetzt gestützt von guten fundamentalen Zahlen. Jetzt zeigt sich natürlich, wie sich das Geschäft in Zukunft entwickelt. Rein charttechnisch gesehen muss man sagen, bietet sich hier relativ viel Raum durch eine gute Unterstützung, die wir jetzt hier haben, die ungefähr bei der letzten Konsolidierungsphase aufliegt und dann natürlich den Hochs, die wir sehen, aus dem Juli 2021.
Zurück zu den Quartalszahlen und zu Mercedes-Benz, deutscher Autobauer. Analyse gibt es übrigens auch hier in unserem Aktienanalyse-Blog. Guckt ihr euch gerne nochmal an. Die letzten Quartalszahlen waren solide, kann man sagen. Sie lagen leicht über den Erwartungen, auch wenn die Gewinne zurückgegangen sind. Der Umsatzrückgang war ja auch so ungefähr erwartet. Grundsätzlich, was war das Positivste? Ja, man war noch relativ stabil und man hat die Dividende erhöht. Da auch das wieder so ein Aktionärsbonus, kann man sagen. Luki, wie siehst du die Zahlen? Genau, leichte Dividendenerhöhung. Man zahlt ja konstant in den letzten Jahren schön Dividende. Rückflüsse werden auch über Aktienrückkaufprogramme gewährleistet, nachdem man in den letzten Jahren ja, Milliarden an Aktien zurückgekauft haben oder im Wert von Milliarden. Steht jetzt bis 2025 ein weiteres Aktienrückkaufprogramm an in Höhe von 3 Milliarden. Und was so ein bisschen gerade auf die Bewertung drückt, ist quasi das schlechte China-Geschäft, in dem man quasi ja, sonst international überall quasi weiter wächst. Beziehungsweise in den letzten Zahlen sieht man da leichte Rückgänge von den Umsätzen. Wir haben ganz gut gesehen, die Erwartungen von Elektroautos werden nicht erreicht und das sieht man ja jetzt bei vielen deutschen Autobauern, dass die Ziele wieder nach hinten gerückt werden. Was man aber sieht, ist, dass das Verbrennergeschäft halt noch gut läuft, gut Gewinne abwirft und weiterhin das den Konzern quasi stützt. Und das ist hier mal kurz der Blick auf den Chart von Mercedes-Benz. Also auch hier diese Seitwärtsphase. Wir haben sie noch nicht durchbrochen. Jetzt gab es hier mal ein positives Momentum heraus. Wir sind jetzt ungefähr so 5-6% entfernt bis zu diesen Hochs, die wir hier gesehen haben und dann weiteren Potenzialen, die danach kommen. Also gerade eine ganz gute Stütze, aber immer noch in einer Seitwärtsphase, kann man sagen. Wir gehen nochmal weiter durch die nächsten Earnings, auch mit einem Blick auf die Uhr. Wir hatten Walmart mit starken Quartalszahlen. Immer wieder positiv, wenn Walmart gute Quartalszahlen liefert, weil es wirklich ein Garant ist für das generelle Konsumverhalten, auch in den USA. E-Commerce-Geschäft war positiv, auch die Weihnachtszeit lief gut und jetzt gab es einen 3:1 Stock-Split für alle, die auf ihre Portfolios schauen und sich wundern, was ist eigentlich mit meinen Walmart-Aktien passiert. Es gab hier einfach eine kleine Aufteilung, sonst alles gleich geblieben und mit einem positiven Momentum jetzt für den Gesamtmarkt auch hier. Nochmal ein kurzer Blick auf Bayer, muss man sagen. Der angeschlagene Konzern, der setzt jetzt die Dividende fast aus. Also es gab eine deutliche Reduktion. Und wenn man auf den Chart ganz einfach blickt, muss man sagen, muss man echt suchen, bis man so langsam Unterstützung und Widerstände findet. Man geht so in den Rahmen von 2005 rein. Das bedeutet, wir haben schon wirkliche Tiefs auch erreicht. Corona-Tief schon lange vorbei, auch die Finanzkrise ist jetzt so langsam nicht mehr der Rede wert, sondern wir sind hier wirklich bei anderen Niveaus. Und wenn man so drauf schaut, dann sieht man, es ist durchaus noch Potenzial, auch so bis 20 ungefähr, wie es ja weiterlaufen könnte für den Bayer-Konzern. Jetzt ist echt die Frage, kann man den Konzern wieder auf links drehen? Kann man hier wieder für nachhaltiges Wachstum oder auch Profite sorgen oder nicht? Es bleibt weiter spannend. Aktuell zeichnet sich noch keine Besserung wirklich ab. Allianz hat auch Geschäftsjahreszahlen vorgelegt, Rekordgewinn und operativer Rekordgewinn. Deutliche Erhöhung der Dividende. Wir haben letzte Woche auf Allianz geschaut. Aktuell konsolidiert die Aktie auch weiterhin ungefähr auf diesen Niveaus. Aber das Versicherungsgeschäft läuft positiv, haben wir zuletzt jetzt auch bei Münchner Rück gesehen. Also auch da weitere Dividendenerhöhungen. Kurzer letzter Blick auf Palo Alto. Die haben ja eigentlich gute Quartalszahlen vorgelegt, aber der Ausblick war relativ enttäuschend. Das haben wir tatsächlich ja auch uns angesehen schon in der letzten Woche. Ich zeige trotzdem noch mal ganz kurz das Chartbild, denn so schlecht, wie es gerade auch scheint, mit -25, -27% sieht man ganz gut, dass das Meckern auf hohem Niveau ist, zumindest für die, die schon länger dabei sind. Denn man sieht hier immer noch einen ganz klaren Aufwärtstrend. Das ist fast wie eine so eine gewisse Konsolidierung oder Gesundheit hier schon fast zu sehen. Der Kurs hat sich dann auch wirklich gut gestützt auf diesen Unterstützungslinien von $259 und hat sich danach auch wieder relativ schnell erholt. Es gilt so ein bisschen für die Gesamtbranche, werden wir gleich auch kurz bei Zscaler sehen, die jetzt diese Woche Quartalszahlen liefern. Das bedeutet, hier ist das Momentum eigentlich weiter positiv. Der Kurs ist relativ stabil. Natürlich wird es wichtig, was die nächsten Geschäftszahlen bringen. Und damit sind wir auch beim richtigen Thema. Wir gucken noch auf die Earnings dieser Woche. Es ist so ein bisschen was los, kann man sagen.
Wir haben noch ein paar größere Unternehmen, auch wenn das große Momentum so langsam vorbei ist. Wir haben es gerade gesehen bei Lowe's. Auch die Aktie ist eigentlich in einem so dauerhaften Aufwärtstrend. Ich gehe jetzt mal auf den Wochenchart, da sieht man das ganz gut. Also wir sind weiterhin in einem positiven Momentum hier bei der Aktie. Wir haben ja zuletzt die Zahlen von Home Depot gesehen, die eigentlich ganz solide waren, wo wir auch schon das Chartbild uns angeguckt haben. Bei Lowe's ist als großer Konkurrent natürlich eh nicht die Frage, kann man mitziehen? Wie sieht es grundsätzlich aus? Das Momentum spricht jedoch für Lowe's. Was haben wir noch als Quartalszahlen? Wir haben Norwegian Cruise Line, haben wir jetzt auch angeguckt, mittlerweile schon in den Aktienanalysen. Auch findet ihr auch was zu in der Mediathek bei uns. Die Aktie grundsätzlich in dem Momentum, was eher negativ zu sehen ist. Man sieht hier diese untere Bewegung und das sieht man tatsächlich auch, wenn man sich, oh, jetzt bin ich einmal rumgegangen, wenn man sich diesen Verlauf der letzten Zeit anguckt, also eher so eine Keilform, die sich hier ausbildet, die gegebenenfalls bald so zu einem gewissen Momentum sich auch bewegen muss. Man sieht diese Bewegung auf der Seite. Ähnlich diese Bewegung auf dieser Seite. Also eine gewisse Form der Bewegung könnte hier in der künftigen Zukunft passieren. Insbesondere in dem Blick zur Royal Caribbean Cruise Lines, die sich seit dem Corona-Tief ja schon wieder deutlich erholt haben und eigentlich fast wieder auf diesen alten Hochs, auf diese alte Hochs zurückgekehrt ist. Auch hier so eine Konsolidierungsphase, wo gegebenenfalls ein Ausbruch zu verzeichnen ist. Ganz anderes Bild bei Norwegian Cruise Line Holdings, die konnten noch nicht mitziehen bisher. Bleibt also weiter spannend. Kurzer Blick auf eBay, auch hier Seitwärtsphase. eBay bringt ebenfalls Zahlen jetzt raus. Nicht viel zu sehen eigentlich, auch hier so eine Konsolidierungsphase auf diesen Niveaus. Also grundsätzlich ähnliches Momentum. Wer auch noch Zahlen rausbringt, und das finde ich wiederum ganz spannend, ist Bumble. Bumble ja als eine weitere Dating-App und wir haben zuletzt ja Probleme auch bei Tinder gesehen. Tatsächlich sieht man ähnliche Probleme schon längere Zeit bei Bumble, also eigentlich seit IPO ein sehr, sehr schöner Abwärtstrend, den man hier sieht. Dementsprechend kann man auch sagen, es ist definitiv Potenzial für weiter niedrige oder niedrige Niveaus, also schlechte Quartalszahlen, insbesondere weil die Aktie immer noch relativ viel wert ist. Also wir haben immerhin noch grundsätzlich Potenzial natürlich nach oben, nach unten, aber ja, zuletzt eher negatives Momentum, auch durch die Probleme, die wir am Markt gesehen haben. Ich gehe noch mal kurz durch die Quartalszahlen und will ein, zwei spannende Szenen noch mal zeigen. Und zwar sehen wir zum einen hier Snowflake als ja auch ein Datencenter, was insbesondere im Fokus des Booms um KI und KI-Technologien immer wieder im Fokus steht. Wir sehen hier nämlich ein Bild der Konsolidierung. So seit April 2022 ungefähr bis dem ja, 20, Ende Oktober, November 2024 rein. Wir sind herausgebrochen hier nach oben. Wichtig sind jetzt die Marken hier ungefähr jetzt bei 230, 240 und halt auch diese oberen Marken hier bei 330, die danach kommen. Bis dahin sind es aber noch 35% und wenn man sich zuletzt die Quartalszahlen von Snowflake zumindest angeguckt hat, das sieht man ganz gut in diesem Bild hier, dann sieht man hier in Hellblau immer sehr, sehr schön, dass die wirklich reporteten, also die wirklich gezeigten Quartalszahlen am Ende oftmals eine ganze Ecke besser war als das, was geschätzt wurde. Und das zieht sich tatsächlich durch die letzten Quartalszahlen sehr, sehr schön durch. Jetzt ist die Frage natürlich, ja, was passiert bei Q4? Man sieht, die Erwartungen sind auch immer wieder stark angestiegen. Aber ja, grundsätzlich hat Snowflake immer positives Momentum gezeigt. Und das bietet natürlich Potenzial auch hier für einen Ausbruch. Man darf aber hier nicht vergessen, Snowflake von den reinen Bewertungskennzahlen eines der teuersten Unternehmen, die es auch so am Markt gibt. Und das liegt so ein bisschen daran, dass die Erwartungen natürlich sehr hoch sind. Moderne Technologien, große Verschränkungen auch zu Nvidia. Auch dazu gibt es eine Aktienanalyse, könnt ihr euch gerne mal im Blog auch ansehen. Die letzten Beispiele, die wir uns kurz angucken und wir sind schon knapp über der Zeit, ist einmal die Aktie von Salesforce und da seht ihr wieder das schöne Chartbild, was ich gerne öfter zeige, was sich so langsam ausbildet. Es ist noch nicht ganz da. Man sieht hier das letzte Hoch aus dem Oktober 2022, den Abschwung und ja, man sieht, es bildet sich so langsam hier wieder eine Untertasse heraus. Das Hoch ist natürlich sehr, sehr dominant hier bei diesen 310.
Und wenn man auf die Erwartungen guckt, der Quartalszahlen, da sieht man, wurden sie auch immer leicht übertroffen, nicht allzu stark, aber leicht übertroffen. Das heißt, grundsätzlich ist das Momentum relativ positiv. Die Frage ist natürlich, wie diese CRM-Systeme, am Ende sind es Kundenmanagementsysteme, aktuell nachgefragt und genutzt werden. Kommt auch sehr, sehr stark darauf an, welche Branche da weiter im Fokus steht. Das gucken wir uns dann im Verlauf der nächsten Woche an. Aber man sieht hier wieder ein ähnliches Chartbild, was sich ausbildet. Kurz zum Abschluss, was stehen noch für Termine an? Wir haben Inflationsraten in Deutschland, in Japan, in den USA. All das ist Fokus diese Woche. Arbeitslosenquoten in Deutschland sind natürlich ein Fokus, aber wir sehen insbesondere auch die Konsumerwartungen in den USA sehr wichtig, sehr dominant. Uni Michigan ist also wieder mal ein Fokusthema, was die generelle Wirtschaft betrifft, in Kombination auch mit den Inflationsraten. Und das wird sich am Ende auch wahrscheinlich in den Anleihen widerspiegeln. Was steht diese Woche bei uns noch an? Strategiekurs Aktien Teil 12. Wir machen einen kurzen Blick in unser Investmentmodell und in unsere Depots. Heute Nachmittag um 16.45 Uhr geht es los. Am Donnerstag dann Aktien Roundup. Airbus, Europas größter Luft- und Raumfahrtkonzern im Fokus, auch immer im Rahmen der Rüstungsindustrie. Und dann den Vergleich nachmittags zu Boeing. Und wir gucken uns an, wo gibt es dort Potenziale. Wir verabschieden uns an der Stelle. Vielen Dank, Luki. Und danke. Bis dahin. Tschüss.